Schön, dass du wieder dabei bist und damit herzlich willkommen nach langer Zeit zu einem neuen Video auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal. Und an der Stelle wünsche ich jedem erstmal ein frohes neues Jahr und mit Verspätung auch, ja, frohe Weihnachten, würde ich mal sagen, denn ich habe keine Videos irgendwie aus Rumänien gemacht. Ich habe eine Instagram, eine ganze Story-Playlist dort. Und ich werde euch wahrscheinlich mein Instagram-Account verlinken oder so. Dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten habe ich auf diesem YouTube-Kanal die letzten Wochen nichts gepostet. Und ja, wie gesagt, frohes neues Jahr an allen. Und in diesem Video will ich über meine Ziele 2019 reden. Also nicht meine privaten Ziele, sondern meine Ziele mit diesem YouTube-Kanal. Denn 2018 war dann doch nicht mehr so erfolgreich und hat auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich habe diesem Kanal nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben. Dieser Kanal, ja, die Zuschauerzahlen sind nach unten gegangen. Also ich habe die Videos nur noch gemacht, damit halt Sonntag immer was da ist. Und ja, aufhören. Ich habe auch mal ans Aufhören gedacht, aber nein, das geht nicht. Ich kann nicht mehr mit diesem YouTube-Kanal aufhören. Ich mache das schon seit fast 3 Jahren und seit März 2016 besser gesagt, und ich kann einfach nicht aufhören. YouTube ist einfach irgendwie, ich bin abhängig von YouTube geworden. Natürlich haben mir jetzt diese 3 Wochen Urlaub gut getan, wo ich nichts gepostet habe, aber trotzdem kann ich nicht aufhören. Also wird dieser Kanal 2019 noch weiterleben. Was für Ziele haben wir noch 2019? Ich will, dass dieser Kanal wächst und ich werde diesem Kanal wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit schenken. Also werde ich wahrscheinlich mehr Livestreams machen, wenn es meine Internetverbindung mir erlaubt. Also Livestreams sind wahrscheinlich angesagt, ich bin mir nicht sicher. Ansonsten, wenn die Zuschauerzahlen nach oben gehen, qualitativ bessere Videos vielleicht. Ich habe auch vor, wenn dieser Kanal wächst, mich zu zeigen. Wobei ich finde, das ist jetzt nicht als großes Geheimnis. Ich habe jetzt nichts dagegen. Ich könnte mich morgen zeigen, wenn ich wollen würde. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und das waren die Ziele. Und tschüss.